Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Ein altes Fachwerkhaus im beschaulichen Örtchen Bücken. Seit kurzem liegt hier der verführerische Duft von frisch gerösteten Kaffeebohnen in der Luft. Dafür verantwortlich ist Ulrike Eckhardt. In Südamerika hat sie ihre Liebe zum Kaffee entdeckt. Lange Zeit war sie dort als landwirtschaftliche Beraterin unterwegs, hat die Bauern bei ihrer Arbeit unterstützt. Eine Zeit, an die sie gerne zurückdenkt, nicht zuletzt, weil hier ihre Liebe zum Kaffee entflammte. Und zwar war das in Brasilien, bei Vollmond mit dem Pferd durch eine Kaffeefinke reiten. Und das war faszinierend. Immer grün und so hügelige Landschaft und einfach eine Pflanze, die eine duftende, fantastische Blüte hat. Und eigentlich über die Pflanze, den Anbau, kam ich dann zu diesem Endprodukt Kaffee. Und da habe ich eben sehr gute Qualitäten kennengelernt. Und jetzt habe ich einfach auch das zu meiner Leidenschaft werden lassen. 11 Jahre war sie in Lateinamerika unterwegs. Ein Großteil der Zeit verbrachte sie in Honduras. Dort unterstützte sie die Landfrauenkooperative, brachte den Frauen biologische Anbauweisen näher und stellte Handelskontakte nach Deutschland her. Aber nicht nur die Bohnen hat sie aus Übersee mitgebracht, auch Rezepte. Ausgefallene Kreationen wie Kaffee mit Pfeffergeschmack bringen ein Stück Lateinamerika nach Niedersachsen. Die feurige Variante hat Eckhardt das erste Mal am Fuße des Vulkans San Miguel probiert, wonach sie später die Mischung auch benannte. In so einem Ort bei einer Kaffeeproduzentin, die hat mir so einen schmackhaften Kaffee angeboten, sag ich, wow. Was ist da denn drin? Und dann sagt sie, ein Hauch von Pfeffer. Und diesen Geschmack hatte ich eben noch auf der Zunge und kam dann hier drauf zu sagen, das mache ich nochmal nach und habe dann eben den Kaffee aus Honduras genommen und Pfeffer aus dem Südwesten von Indien. Und immer war es entweder lasch oder zu scharf oder die Nuance passte einfach nicht harmonisch in meine Erinnerung und überhaupt ins Geschmackbild. Und dann ist es gut, immer einen Tag das setzen zu lassen. Und am dritten Tag habe ich dann gesagt, das ist es. Aber egal, ob ausgefallen oder klassisch, Eckhardt achtet immer auf die Qualität. Und die beginnt beim Einkauf. Grün und gleichförmig müssen die Bohnen aussehen. Welche Aromen ein Kaffee entfalten kann, liegt vor allem an den Anbaugebieten, ähnlich wie beim Wein. Eckhardt hatte das Glück, die Anbaugebiete selber besuchen zu können. Sie weiß, worauf es bei einer guten Bohne ankommt. Denn der Geschmack eines Kaffees ist von vielen Faktoren abhängig. In erster Linie das Anbaugebiet. Also da gibt es ja erstmal die großen Arten Arabica Robusta. Arabica sind die aromatischeren Kaffeepflanzen, Kaffeebohnen und sogar auch Geschmäcker. Und ab einer bestimmten Höhe, ab 1200 bis 1900 in der Regel, sind das Bohnen, die in der Höhe besonders viel Aromen entwickeln, die Arabica-Bohnen. Und dann ist ganz entscheidend der Boden. Also in der Region Makala, wo ich auch lange gearbeitet habe, da ist so ein klasse mineralischer Boden, dass wirklich viele Aromen sich ausbilden. Nach dem Abwiegen geht es für die Bohne in die hauseigene Röstmaschine. Sie ist das Herzstück des kleinen, aber feinen Geschäfts. Bei ca. 200 Grad werden die Bohnen behutsam zur gewünschten Bräune gebracht. In dem kleinen Raum verbreitet sich ein angenehmer Kaffeegeruch. Für Eckhardt der schönste Moment. Geduld und Fingerspitzengefühl sind entscheidend für ein gutes Ergebnis. Immer wieder kontrolliert sie Farbe und Duft der Bohne. Von einem unscheinbaren Grün verwandelt sie sich ins gewohnte Braun. In der Großindustrie geht die Röstung um einiges schneller, aber die Geschwindigkeit hat ihren Preis. Viele der feinen Aromen gehen bei dem Schnellverfahren verloren. Unter 8 bis 10 Minuten haben sich einfach nicht diese vielen 400 bis 800 Aromen, sagt man, entfaltet. Und auch dieses langsame Rösten praktisch alles aufblühen und das macht dann den Qualitätskaffee aus. Zudem werden durch das langsame Verfahren Säuren herausgeröstet, die den Kaffee bekömmlicher machen. Sobald die Bohnen fertig sind, knacken sie ähnlich wie Popcorn auf. Dann müssen sie schnell auf das Abkühlsieb, damit die Poren sich schließen und keiner der 800 Aromen verloren geht. Eckhardt will nicht nur Kaffee herstellen, sondern auch die Menschen aus der Region für das Produkt begeistern und dafür sensibilisieren, wie kostbar es ist. Denn von der Pflanze bis zur fertigen Tasse Kaffee ist es ein weiter Weg.
wo ich jetzt gesehen habe, dass es 5 Jahre dauert, ehe man von der kleinen Pflanze bis zur Kirsche kommt und dann, wie gesagt, lange Verarbeitungsschritte im Erzeugerland stattfinden und dann ja hier auch noch wieder, da kann man so ein Produkt nicht in Ausguss gießen. Das ist mir wichtig, dass man wenig guten Kaffee eben dann auch trinkt. Die Äthiopier, wo der Kaffee herkommt, trinken den Kaffee in der Zeremonie. Die trinken den nicht mal eben morgens schnell. Ich will das nicht sagen, dass das nicht auch gut ist. Aber für mich wäre es wichtig, wenn die Leute da hinkommen, dass sie sagen, dieser Kaffee ist gut, den koche ich in der Menge und den genieße ich. Denn Genuss hat ja auch immer etwas mit Verzicht zu tun. Lieber mal eine Tasse weniger und sich dafür Zeit nehmen, den Kaffee wirklich zu genießen.